Drei Akteure, drei Gesichter einer beispiellosen Krise. Drei Tage nachdem der Marsch von Söldnertruppen Richtung Moskau gestoppt wurde, haben sich drei Männer gezeigt oder zu Wort gemeldet, die auf verschiedenste Weise ums politische Überleben kämpfen müssen. Jewgeni Prigozhin ist im Exil in Minsk angekommen. Alexander Lukaschenko freut sich auf die Wagner-Truppen in seinem Land Belarus. Und Wladimir Putin präsentiert sich als Retter Russlands. Pauken und Trompeten für den Präsidenten. Vor 2500 Soldaten und Polizisten will Wladimir Putin demonstrieren, dass er fest im Sattel sitzt. Er lobt die Loyalität der Armee und der Sicherheitskräfte. Sie haben die verfassungsmäßige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und die Freiheit unserer Bürger verteidigt, unser Heimatland vor Unruhen bewahrt und den Bürgerkrieg de facto beendet. Wagner-Chef Jewgeni Prigozhin soll inzwischen mit seinem Privatflugzeug in Minsk gelandet sein. Es heißt, der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko habe beim Rückzug Prigozhins eine tragende Rolle gespielt. Wie es aber mit der Wagner-Gruppe weitergeht, ist nicht ganz klar. Am 1. Juli läuft ihr Vertrag mit Russland aus. Das von Lukaschenko mitverhandelte Abzugsabkommen soll vorsehen, dass sich die Söldner entweder den russischen Streitkräften anschließen, zu ihren Familien zurückkehren oder nach Belarus gehen. Obwohl Lukaschenko den versuchten Wagner-Aufstand als Gefahr für Russland und Belarus bezeichnet hatte, begrüßt er die Ankunft von Wagner-Kämpfern in seinem Land. Wir wollen, dass sie unsere Kommandeure treffen, um ihnen die Taktik, die Bewaffnung, das Vorrücken und die Verteidigung zu erläutern. Das ist von unschätzbarem Wert. Das wollen wir von Wagner lernen. Putin räumte zudem erstmals ein, dass Prigozhins Wagner-Armee komplett vom Staat finanziert wurde. Bislang hatten sich die Wagner-Söldner offiziell als privates Militärunternehmen bezeichnet. Sprechen möchte ich mit Wilfried Jilge, Osteuropa-Historiker und Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Hallo. Hallo, guten Abend. Stand Russland tatsächlich am Rand eines Bürgerkriegs, wie Wladimir Putin das dargestellt hat am Dienstag? Im Nachhinein betrachtet glaube ich, dass wir noch nicht ganz so nah an einem Bürgerkrieg dran waren. Aber was ja hier passiert ist und für jeder Mann und jede Frau in Russland offensichtlich wurde, dass es einen Kontrollverlust des Zentrums, nämlich der Führungspersönlichkeit Putins, gegeben hat. Es hat ja eine massive Entscheidungsschwäche gegeben und für einige Stunden, während die Wagner-Gruppen ohne Widerstand im Grunde genommen auf Moskau vorrückten, war der Staat nicht handlungsfähig. Das heißt, er war nicht fähig, Entscheidungen zu treffen, um die Sicherheitsorgane konsequent und effizient gegen diese Gefahr einzusetzen. Und das werden verschiedene Akteure in Russland, in den Eliten, unter den Oligarchen, in der Armee vielleicht, aber vor allem auch andere Gewaltakteure, es gibt ja nicht nur die Wagner-Gruppe, intensiv beobachtet haben. Und als Schlussfolgerung würde ich sagen, ja, man kann sagen, dass Russland der Möglichkeit näher gerückt ist aufgrund der Schwäche des Zentrums, der Schwäche des Führungszentrums, dass es zu einem eventuellen Machtkampf zwischen rivalisierenden Gruppen, auch bewaffneten Machtkampf kommen kann oder dass die Möglichkeit gestiegen ist, auch wenn wir noch nicht unmittelbar da dran sind. Was wird denn jetzt aus dem bisherigen Söldnerchef Prigozhin? Er ist in Belarus. Was droht ihm dort? Was kann er vielleicht sogar noch reißen? Wir wissen vieles nicht. Wir wissen nicht, welche Akteure im Hintergrund noch aktiv sind bei diesen ganzen Arrangements, die da jetzt getroffen werden. Wir kennen möglicherweise Akteure, die in Zukunft wichtig sind, noch gar nicht. Allerdings, was man jetzt, glaube ich, sagen muss, ist, dass Prigozhin meines Erachtens in Belarus nicht vollkommen sicher ist. Putin muss Stärke zeigen. Im Grunde genommen kann er nicht akzeptieren, was da geschehen ist. Das heißt, Prigozhin ist zum einen zunächst einmal politisch kaltgestellt. Die Wagner-Truppe wird es als unabhängige Einheit nicht mehr geben.
Und zum anderen, glaube ich, kann er sich seines Lebens auch nicht unbedingt sicher sein in Belarus. Aber wie genau jetzt mit den Wagner-Leuten umgegangen wird, wie die Integration in die Armee zum Beispiel vollzogen wird, auch das ist ja noch völlig unklar. Wir müssen ja davon ausgehen, dass Wagner-Akteure möglicherweise bewaffnet immer noch irgendwo in Russland rumlaufen. Diese ganzen Fragen sind ja nicht geregelt. Sie haben das angesprochen. Alexander Lukaschenko hat ja angekündigt, dass Wagner-Söldner die belarussische Armee trainieren sollten. Wie sehr muss das speziell der Ukraine Sorge machen, die ja im Norden eine sehr lange Grenze mit Belarus hat? Meines Erachtens ist es jetzt zu früh, hier eine Schlussfolgerung zu ziehen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt, glaube ich, hat weder der belarussische Staatschef Lukaschenko ein Interesse daran, durch die Wagner-Leute hier reingezogen zu werden in den Krieg, den er ja schon unterstützt, aber sozusagen direkt reingezogen zu werden. Zweitens glaube ich, dass die belarussische Armee, die ja gleichwohl hier wichtig wäre, nicht in der Lage ist, wirklich einen wirksamen Angriff vom Norden durchzuführen. Und das gilt auch bisher für die Wagner-Truppe, die ja nur in Teilen in Belarus sein wird und die ja auch einen Teil ihrer schweren Waffen verloren hat. Aber denkbar ist vielleicht, dass die Wagner-Gruppe möglicherweise im Laufe der Zeit ein Bedrohungsszenario unterstützt an der Nordgrenze, das die Ukraine zwingt, sozusagen immer eine ausreichende Verteidigung in diese Richtung aufrechtzuerhalten. Aber ich sage noch einmal, zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine unmittelbare Gefahr nicht hochwahrscheinlich. Und wir müssen das weiter beobachten, was eben konkret in Belarus mit den Wagner-Leuten passiert. Danke für Ihre Einschätzung, Wilfried Jäger. Hier werden die Entwicklungen rund um Prigozhin und Putin in Russland selbst dargestellt. Hier hat das Staatsfernsehen die Deutungshoheit und berichtet auch über den Marsch der Gerechtigkeit am Samstag. Wie das lief, haben sich kritische russische Journalisten genau angesehen. Die DW hat mit zwei von ihnen sprechen können. Beide mussten nach dem russischen Überfall auf die Ukraine ins Exil gehen. Von Lettland und Polen aus verfolgten sie die jüngste Berichterstattung in Russland. Wir waren auf der Straße, um zu protestieren, nicht um die Regierung zu stürzen. Der Grund für unseren Marsch war, die Auflösung von Wagners Privatarmee zu verhindern. Doch am Samstag hatte das niemand in Russland verstanden. Jewgeni Prigozhin hetzte gegen Moskau und verwirrte damit die wichtigsten russischen Propagandisten. Margarita Simonyan, Leiterin von Russia Today, sagt, dass die Rechtsordnung im Land wegen der Revolte zusammenbricht. Margarita Simonyan erklärt uns, was wir schon lange wissen, dass das russische Rechts- und Strafverfolgungssystem nach inoffiziellen Regeln funktioniert, die von den Machthabern aufgestellt werden. Prigozhins Revolte hat Putin in allen Bereichen getroffen. Sowohl seine Anhänger als auch seine Gegner sagen, dass damit eine Schwäche in der Herrschaft des russischen Präsidenten offenbart wurde. Nach diesen Ereignissen gibt es in Russland kein Machtmonopol mehr. Man kann sagen, dass mit dem Prigozhin-Aufstand auch die Illusion der Autokratie in Russland zerbrochen ist. Der Staat hat überhaupt kein Gewaltmonopol mehr. Wir haben es also tatsächlich mit einem gescheiterten Staat zu tun. Die Berichterstattung der staatlichen Medien über die Ereignisse wurde von Pressemitteilungen dominiert. In der ersten Sonderausgabe der täglichen Fernsehnachrichten nach Beginn des Aufstandes erwähnte die Moderatorin nicht einmal den Namen Prigozhin, sondern nur die Wagner-Gruppe. Alle Propagandisten und auch die staatlichen Fernsehsender waren sehr verwirrt. Das wurde im Laufe des Tages deutlich. Die Leute wussten nicht, wie sie reagieren sollten, denn für viele Menschen war Jewgeni Prigozhin immer noch ein Held, ein großer Freund. Sie schrieben regelmäßig über ihn und lobten die Wagner-Gruppe. Auch nach dem Scheitern des Aufstands, so Borsunova, produzierten Propagandisten ungenaue Berichte und verbreiteten gezielt Fake News. Aus meiner Sicht war das Video nicht überzeugend. Viele Menschen erinnern sich an das Video aus Rostow, wo die Wagner-Söldner mit Applaus begrüßt wurden und die Menschen "Wagner ist Stärke" riefen. Diese Videos wurden natürlich nicht im Fernsehen gezeigt. Es wurden aber zwei Videos von Männern gezeigt, die sich den Wagner-Soldaten entgegenstellten.
Nach dem Aufstand leugnen viele russische Propagandisten ihre früheren Verbindungen zu Prigoschin. Ebenso leugnen sie, dass der Aufstand von vielen einfachen Bürgern unterstützt wurde, obwohl Videos dies nahelegen. Und nachfragen wollen wir im Studio bei unserer Russland-Expertin Emily Shervin. Emily, Sie haben ein paar dieser Videos auch gesehen, analysiert. Die sollen belegen, wie sehr Prigoschin Unterstützung innerhalb der russischen Bevölkerung hat. Was kann man dazu sagen? Ich denke, wir können es einfach nicht wissen. Also diese Videos sind natürlich sehr beeindruckend. Wir können sagen, dass vor diesem Aufstand, da gab es von Meinungsforschungsinstituten wie dem Levada-Center Umfragen, dass ungefähr 4% Prigoschin als Politiker vertrauen. Das ist nicht so viel. Jetzt sehen wir diese jubelnden Menschenmassen in Rostow. Und Prigoschin selbst hat gesagt, auf dem ganzen Weg, auf dem ganzen Marsch wurde er von Menschen unterstützt. Im offiziellen Narrativ, wir haben es eben gehört, wurde das komplett rausgestrichen. Ich finde es schon sehr überraschend. Also man muss sich das mal vorstellen. Ne? In deiner Stadt tauchen maskierte Menschen auf, die sich gegen die Regierung richten. Und du gehst auf die Straße und fotografierst dich mit denen. Das zeigt, finde ich, schon, dass so ein bisschen an dieser Regierungsunterstützung ja, vielleicht was bröckelt. Bleibt die Frage, wie sehr Prigoschins erste Botschaften vor dem Marsch der Gerechtigkeit des sogenannten eigentlich angekommen sind bei den Leuten. Also er hat ja wirklich jedes Motiv, das Putin offiziell gemacht hatte, für diesen Krieg kassiert. Ja, also wir wissen es auch nicht. Ne? Wir wissen, dass das alles über seine Telegram-Kanäle zum Beispiel verbreitet wird und dass sich da tausende Menschen das anhören. Ja, und Prigoschin hat offen ausgesprochen, die Kritik, für die sonst Oppositionelle in Russland bis zu 25 Jahre Haft bekommen. Also das ist auch sehr überraschend. Und schon seit Monaten kritisiert er die Armee, kritisiert er den Verteidigungsminister Shoigu und ist sozusagen wie das Ventil der Zweifel der normalen Menschen. Also schon auch ziemlich populistisch, hinterfragt immer wieder das Management des Krieges, soll es vielleicht auch eine universelle Mobilmachung geben zum Beispiel. Und bisher wurde das auch toleriert, denke ich, bewusst vom Kreml. Und das scheint jetzt aber so ein bisschen aus dem Ruder zu laufen. Was ich sehr interessant finde, ist, diese Menschen in Rostow zum Beispiel, das sind nicht die normalen Leute, die gegen Putin zum Beispiel auf die Straße gehen würden, die vielleicht Nawalny unterstützt hätten. Das sind sozusagen sogenannte Z-Patrioten, so werden die in Russland genannt, Leute, die den Krieg unterstützen. Das sind eigentlich Leute, von denen man erwarten würde, dass sie Loyalität für Putin haben. Und die richten sich jetzt quasi so bewusst oder unbewusst auch so ein bisschen gegen die Regierung und auch gegen Putin. Noch kurz, wie versucht Putin das denn jetzt wieder einzufangen mit anderen Botschaften? Also er in seinen Auftritten heute und gestern war ganz klar die Message, wir haben die Kontrolle, wir sind eins mit dem Volk und auch mit der Armee. Das ist ganz wichtig. Er wollte heute in den Bildern vor allem zeigen, da hat er sich abgebildet mit der Armee, mit Soldaten, dass er auch den Rückhalt des Sicherheitsapparates hat. Das wird in Russland so gesehen als sehr wichtige Grundlage für die Macht. Und das war ihm heute wichtig. Danke fürs Einschätzen und Berichten, Emily Shervin.